Ja, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Andreas Winkelmann und wir sind hier heute im wunderschönen, idyllischen Hoja an der Wiesa. Welchen bist du? Mein Name ist Schütze. Ja. Geboren bin ich am 5.12.68, eiskalten, dunklen Dezembernacht. Oh, und wo? In einer Ortschaft namens Liebenau, das ist im Landkreis Nienburg. Ich glaube, mittlerweile gibt es da nicht mal mehr. Ziemlich klein. Sehr klein, okay. Bist du liiert? Ich bin verheiratet, ja. Tochter. Das ist, ich glaube, das erübrigt sich jetzt. Hast du schon immer in Dörfern gewohnt? Und wann oder wann bist du denn nach Dörfern gezogen? Ich habe nicht immer in Dörfern gewohnt. Ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Region in Niedersachsen. Bin mal irgendwann wegen der Bundeswehr nach Dörfern gekommen, als es dann eine Kaserne gab, und bin dann der Liebe wegen dort hängen geblieben. Wie so viele? Ja. Beruflich bist du? Schriftsteller. Aber nicht immer gewesen. Hast du denn vorher gemacht? Studiert habe ich Sport und habe viele Jahre auch in der kommerziellen Fitnessbranche gearbeitet. In der ersten Wohnung ganz alleine in meinem kleinen Zimmerchen gesessen und habe eine Kurzgeschichte gelesen von Stephen King, Der Nebel heißt. Und irgendwann war die Geschichte durch und ich gucke aus dem Fenster und sehe da unten auf der Bundesstraße vor dem Haus einen Rettungswagen und einen Rettungshubschrauber, der gerade wieder startet. Da war ein schlimmer Unfall passiert, und vielleicht 300 Meter in Entfernung. Und ich habe nichts davon mitbekommen, weil ich in diese Geschichte so vertieft war, diese Kurzgeschichte von Stephen King. Das ist so ein einprägsames Erlebnis für mich gewesen, weil ich mir dann gesagt habe, Andreas, wenn du sowas schreiben kannst, dass dich so in den Bann zieht, dass du ringsherum alles vergisst, das wäre doch eine tolle Sache. Und daran habe ich gearbeitet. Ja, klasse. Die Namen der Protagonisten in deinen Büchern, kann das sein, dass die so aus deiner näheren Umgebung auch mal kommen? Ja, das ist tatsächlich so. Das mache ich ganz gerne, dass ich Namen, aber nicht nur Namen, sondern auch die Persönlichkeiten von Menschen aus meiner Umgebung, im Freundes- oder Bekanntenkreis, für meine Geschichten hernehme. Und ich kann auch tatsächlich sagen, mein Bekanntenkreis wird immer kleiner, weil ich schon einige von denen dahin gemetzelt habe. Aber die sind mir alle nicht böse und nach einem Glas Rotwein ist alles wieder in Ordnung. Das würdest du gar nicht essen? Hund. Hund. Ich bin Hundeliebhaber, Hund würde ich nicht essen. Okay. Sonst alles? Ach, da gibt es sicherlich noch etliche Sachen, die ich auch nicht essen würde. Spinnen kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Auch wenn man nachdenkt, fällt einem sicherlich noch einiges anderes ein. Aber Hund primär. An erster Stelle. Okay. Ja, dein Lieblingsfilm oder Serie? Serie ist jetzt einfach, weil es gerade noch so aktuell im Kopf ist, ist Breaking Bad. Das habe ich jetzt vor einem halben Jahr erst geguckt und das ist wirklich hängen geblieben. Hat meine eigene Kreativität nochmal angefeuert. Und der Lieblingsfilm, da wird schon richtig schwierig, weil ich bin auch ein großer Filmfreund und ich habe so viele Filme gesehen. Was kann man denn da mal nennen? Schwierig, schwierig. Also ganz oben rangiert auf jeden Fall 7 mit Brad Pitt oder Das Schweigende Lämmer mit Jodie Foster. Kommt natürlich meiner Fantasie auch sehr nah. Gibt es Haustiere? Gibt es. Es gibt 2 Hunde. Ja. Eine ältere Berner Sennenhündin und jetzt aktuell Maria Wissler Welpen, den wir seit 10 Monaten haben. Wie heißen die denn? Das ist einmal die Yuka, das ist die Berner Sennenhündin, und Freddy ist der Maria Wissler. Okay. Ja, was machst du in deiner Freizeit? Ja, in meiner Freizeit viel Sport, viel mit dem Hund unterwegs sein. Ich gehe gerne zum Klettern in die Berge oder zum Höhenbergsteigen in die Schweiz. Und alles, was so an Freizeit überbleibt, verbringe ich eigentlich so. Ja? Ja. Okay. Verreist du gerne? Ja, das hängt dann damit zusammen. Ich fahre halt auch gerne. Ich bin so ein Outdoor-Freak. Ich mache gerne Sachen draußen, Bergsteigen zum Beispiel oder Kajak fahren. Ich bin zweimal zu Fuß über die Alpen gelaufen, allein mit Rucksack, und habe dann gezeltet die Nächte und solche Sachen halt. Das fällt für mich auch unter Verreisen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt Hawaii oder Australien ist. Nee, Verreisen ist, wenn du ins nächste Dorf fährst und dich da wohlfühlst. Ja. Das ist Verreisen, ja. Ne? Jetzt habe ich den Faden verloren, aber egal. Gut, an Dörfern gefällt dir? Das Schreien. Können wir das rauslassen? Was gefällt dir nicht an Dörfern? Was gefällt mir nicht an Dörfern? Ja, vielleicht, dass die B215 mitten durch den Ort läuft und der Ort deswegen sehr starke
Verkehrsbelastung hat und auch dadurch den Lärm, der damit einhergeht. Was mir nicht gefällt, ist, dass der Gemeinderat darauf besteht, in der ehemaligen Niedersachsen-Kaserne ein Industriegebiet anzusiedeln in der Nähe zu Wohnsiedlungen. Industriegebiet bedeutet 24 Stunden, 7 Tage die Woche Lärm. Ich bin maßgeblich an einer Bürgerinitiative beteiligt, die dagegen vorgegangen ist, und trotzdem drückt der Gemeinderat das durch. Das sind so Dinge, die mir Dörfern nicht gefallen haben. Verständlich. Würde mir echt nicht passen. Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Du hast 3 Wünsche frei. Die wären? Oh, 3 Wünsche. 3. Jetzt kommen wir aber hier nicht mit. Ich wünsche mir erstmal noch einen unendlichen Wunsch. Also das Übliche, vielleicht mit der Gesundheit. Weltfrieden. Oder doch eher was Persönliches. Nein, ich würde mir natürlich an erster Stelle klar für meine Familie und mich natürlich Gesundheit wünschen und dass alles so weitergeht wie bisher. Dass wenn man sich seinen eigenen Traum erfüllt hat und davon auch noch leben kann, wird es mit den Wünschen, die man unbedingt noch erfüllt haben muss, schon fast eng. Ne? Ich würde mir aber trotzdem noch dazu wünschen, dass, wir hatten das Thema eben schon mal zum Beispiel, dass die Menschen sich durch das Internet nicht zu sehr voneinander entfernen und diese Aggressivität, die ich teilweise im Internet feststellen kann, dass die nicht zu mehr überhand nimmt. Persönliche Gespräche ersetzen kein Facebook oder Twitter. Noch einen dritten habe ich frei. Wie wäre es denn mit, was war denn schon immer mein Wunschauto? Oder ist das zu banal? Nee, gar nicht. Ich wünsche mir, dass die traditionelle Horrorliteratur, wie Stephen King sie geschrieben hat, wieder richtig hip wird und sich wieder gut verkauft, dann würde ich da auch gleich einsteigen.